Meine lieben Geschwister im Islam, die Ereignisse, die auf der Welt geschehen, berühren viele Menschen und bewegen viele Menschen, unter anderem uns Muslime. Und so sollte es auch sein. Ein Muslim muss bewegt werden durch die Ereignisse, die auf der Erde passieren. Der Muslim darf kein Mensch sein, der sich isoliert, der sich abkapselt und der gar nichts mit der Welt zu tun haben will, der auch nicht weiß, was auf der Erde geschieht, der gar keine Ahnung hat über die Geschehnisse, die in den letzten Tagen und Wochen und Jahren passiert sind. Nein, vielmehr ist der Muslim jemand, der wachsam ist und der die Dinge, die passieren, aufnimmt, analysiert und erklärt. Und so ist es, wie ihr alle wisst, in der letzten Zeit so passiert, dass Menschen anderer Hautfarbe, wie ein farbiger Afroamerikaner aus Amerika, durch Hass getötet worden ist. Und deswegen sage ich, Hass tötet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte uns bei, dass wir nicht zornig werden sollen. La taghdab. Einmal kam ein Mann zu ihm und sagte zu ihm, empfehle mir, gebe mir einen Ratschlag. Nachdem er Streit hatte mit jemandem, sagte er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gebe mir Ratschlag. Er sagte, la taghdab. Werde nicht zornig, werde nicht wütend. Und dann sagte er zu ihm, okay, gebe mir nochmal einen Ratschlag. Und sagte er, la taghdab, la taghdab, la taghdab, die ganze Zeit. Oft hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es wiederholt. Warum? Weil Zorn ist ein Resultat von Hass. Und dieser Zorn bringt die Menschen dazu, Übles zu tun. Und dieser Zorn bringt den Menschen sogar dazu, zu töten. Deswegen fragen wir anhand dieser Ereignisse, die stattgefunden haben, dass ein Mann, ein unschuldiger Mann, auf so einer schlimmen Art und Weise getötet wird. Fragen wir, warum? Warum wurde er getötet? Die Antwort ist Hass. Der Hass hat ihn getötet. Genauso fragen wir, warum wurden Millionen von Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg getötet, hier in Deutschland und anderswo? Es waren darunter Juden, Roma, Sinti und Roma, Andersgläubige, Andersdenkende. Warum wurden sie getötet? Von den Nazis vor allen Dingen? Wegen dem Hass. Warum wurden Muslime in Algerien über 80 Jahre von den Kolonialherren aus Frankreich massakriert und getötet und besetzt? Die Antwort ist, der Hass hat sie dazu verleitet. Warum wurden die Menschen damals durch Kolumbus und seinen Anhängern in Amerika massakriert und vernichtet? Die Indianer, die Menschen, die wir heute als Indianer bezeichnen, die Ureinwohner von Amerika, warum wurden sie vernichtet und getötet? Die Antwort ist, der Hass hat die Menschen dazu verleitet, so etwas zu tun. Genauso bei den Muslimen. Was hat in den muslimischen Ländern, was hat den IS dazu verleitet, Unschuldige zu töten? Es ist der Hass. Die Tyrannen, die heute noch in Libyen, vor einiger Zeit noch in Ägypten und anderswo unschuldige Muslime getötet haben, was hat sie dazu verleitet? Die Antwort ist der Hass. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verboten, zornig zu werden ohne Grund. Hass zu tragen ohne Grund. Denn der Zorn und der Hass verleitet die Menschen dazu, Übles zu tun und zu töten. Und dieser Hass und dieser Zorn ist natürlich verbunden mit dem Rassismus. Deswegen nochmal die Frage, was sagt der Islam eigentlich zu Rassismus? Ist es erlaubt für mich, stolz auf mein Land zu sein? Ist es erlaubt für mich, meine Flagge überall zu tragen? Oder ist es eher verboten? Wie sieht der Islam diese,
dieses Thema von Nation, Hautfarbe und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns ganz klar im Koran, indem er sagt, ja, Johannes, o ihr Menschen, nicht o ihr Araber, o ihr Europäer, o ihr Asiaten, nein, o ihr Menschen, egal woher ihr kommt, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Wir, also Allah, haben euch aus Männern und Frauen erschaffen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, nicht unsere Nation oder unser Land oder unser Führer oder unsere Eltern, unsere Familie. Nein, Allah hat uns erschaffen. Er hat aus dem Menschen Adam, Hawa, Eva erschaffen. Und aus ihnen beiden hat er viele Menschen erschaffen. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht. Das heißt, es ist kein Problem zu sagen, dass man Albaner ist, Türke ist, Marokkaner ist, Tunesier ist, um sich zu identifizieren, um zu sagen, von da komme ich, dort ist meine Heimat. Das ist kein Problem. Das Problem fängt dann an, wenn man die Nation vor dem Glauben stellt. Das heißt mit anderen Worten, wenn man sagt, ich bin Albaner und deswegen bin ich Muslim. Ich bin Türke und deswegen bin ich Muslim. Ich bin Marokkaner, Tunesier und deswegen bin ich Muslim. Nein, falsch. An erster Stelle bist du erstmal Muslim. An erster Stelle bist du erstmal ein gottergebener Mensch. Danach bist du Albaner, Türke, Marokkaner etc. Weil die Nation bei uns Muslimen und die Herkunft zweitrangig ist. Nicht erstrangig, zweitrangig ist. Erstrangig ist die Religion. Und danach kommt die Herkunft. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht. Wir haben euch so verschieden gemacht. Wir haben euch zu schwarzen Menschen gemacht, zu braunen Menschen gemacht, zu weißen Menschen gemacht. Das hat Allah gemacht. Obwohl Adam eine Farbe hatte. Er hatte mehrere Farben, richtig, so wie die Gelehrten sagen. Aber eine Farbe war für ihn bezeichnend. Also er hatte eine Farbe, die herausgekommen ist, die zu sehen war. Und das ist die Farbe Braun. Weil Adam, auf Arabisch heißt Adam Braun. Etwas, was braun ist, nennt man Adam. Und er wurde aus was erschaffen? Aus Erde. Aus Erde. Dann fragen wir nochmal, warum hat uns Allah subhanahu wa ta'ala so verschieden gemacht? Damit wir uns hassen? Damit wir uns gegenseitig töten, damit wir uns anfeinden, damit der Weiße den Schwarzen hasst und der Schwarze den Weißen hasst, damit der Türke über den Albaner spottet und der Albaner über den Türken spottet, damit der Albaner mehr stolz auf seine Flagge ist, als darauf, dass er Muslim ist. Oder hat uns Allah subhanahu wa ta'ala so verschieden erschaffen, dass wir sogar die Religion mit einbeziehen im Rassismus? Dass wir Moscheen so errichten, dass dort nur Türken beten und beten dürfen und beten sollen. Oder andere Moscheen, wo nur Albaner kommen sollen. Oder andere Moscheen, wo nur Afghanen kommen sollen. Hat uns Allah dafür erschaffen? Die Antwort ist nein. Dafür hat uns Allah nicht erschaffen. Allah möchte nicht, dass die Menschen sich so bekriegen und so hassen. Möchte er nicht. Vielmehr möchte er was? Lita'arafu, damit wir uns kennenlernen. Damit wir voneinander lernen. Damit wir miteinander Handel treiben können. Und damit wir einander kennenlernen können. Dafür hat uns Allah so verschieden gemacht. Ein Rassist ist im Endeffekt ein dummer Mensch.
Weil Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir jetzt über die Weißen reden, ein weißer Rassist, er hat dich nicht als weißen Menschen allein hier auf dieser Erde gemacht. Sondern es gibt auch den Farbigen. Es gibt auch den Nichtdeutschen. Es gibt auch nicht, den Nicht-Europäer. Und diese Menschen, sie leben genauso wie du auf dieser Erde. Und irgendwann mal musst du von ihm kaufen und er von dir. Und so läuft das hier auf dieser Erde. So läuft das hier auf dieser Erde. Das heißt, der Rassist ist im Endeffekt jemand, der unwissend ist, der dumm ist. Und deswegen macht dieser Rassismus auch die Menschen dumm. Und er macht sie blind. Mit anderen Worten, die Rassisten, die großen Köpfe der Rassisten, also die Hetzer und die Hassprediger, die wahren Hassprediger, sie finden ihre Anhänger nur unter den Dummen. Weil Rassismus ist etwas für dumme Menschen, die gar nicht verstanden haben, wie diese Welt funktioniert. Die Rassisten in Amerika, die weißen Rassisten, ob ihr es glaubt oder nicht, viele von ihnen wissen nicht mal, dass es ein Land wie Deutschland gibt. Oder ein Land wie Italien gibt. Oder ein Land wie Spanien gibt. Kennen sie gar nicht. Viele von ihnen denken, dass in Deutschland immer noch die Nazis regieren. Ja? Dass Hitler irgendwie hier mit einem Krückenstock noch hier rumläuft. Daran glauben sie, daran denken sie. Warum? Weil sie dumm sind einfach. Denn der Rassismus lässt dich dumm sein. Du kannst gar nicht offen sein. Du kannst dich gar nicht weiterentwickeln. Du kannst dich gar nicht mit den Leuten, du kannst nicht mit den Leuten kommunizieren. Du bist nur mit dir selber beschäftigt und mit deinen paar Menschen, paar Leuten, die um dich herum sind. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auf diese Erde gebracht, damit wir einander kennenlernen. Nicht, dass wir einander hassen. Und der Islam ist die Religion, die Lösung bietet für diesen Hass. Selbst unter den Nichtmuslimen. Der Islam ist so eine gewaltige Religion. Er bietet nicht nur Lösungen für die Muslime, sondern auch für die Nichtmuslime. Auch für die Nichtmuslime. Er verbietet den Hass sogar unter den Nichtmuslimen. Wenn die Nichtmuslime in einem muslimischen Land leben, welches nach Koran und Sunna herrscht, es ist verboten, dass die Leute sich bekriegen und sich hassen und sich gegenseitig töten. Es ist verboten. Und genauso gab es Ereignisse in der Geschichte der Menschheit, wo die Muslime eingegriffen haben in einen Konflikt zwischen verschiedenen Menschen. Weil Rassismus, das muss man auch noch mal erwähnen, herrscht nicht nur unter den Rassen oder den Nationen, sondern herrscht auch unter den verschiedenen Religionsanhängern. Es gibt eine tiefe Feindschaft zwischen Katholiken und Protestanten zum Beispiel. Es gibt eine tiefe Feindschaft zwischen Katholiken und Juden. Es gibt eine tiefe Feindschaft zwischen der und der Gruppe innerhalb der Religionen. Das Ereignis von der Eröffnung von Al-Andalus, das heutige Spanien und Portugal, war begründet damit, dass die Menschen, die dort gelebt haben, viele von ihnen Katholiken von einer bestimmten Gruppe, von den Katholiken, diese Menschen wurden bedroht, misshandelt, verfolgt von vielen der Protestanten. Sie haben dann Hilfe gerufen bei den Muslimen in Nordafrika, im heutigen Marokko. Und da gab es einen Mann, ja, namens Tariq ibn Ziyad, rahimahullah. Ein Führer, ein Krieger, ein Feldherr, der diesen Hilferuf aufgenommen hat und sich zum Ziel genommen hat, zwischen diesen zwei Gruppierungen der Christen zu schlichten. Ja, sie haben ihm gesagt, helfe uns, bitte kommt nach hier, ihr Muslime, wir kennen von euch nur Gutes, wir wissen, dass ihr für die Gerechtigkeit steht, wir wissen, dass ihr dafür steht, Frieden unter den Menschen zu verbreiten. Und ich rede hier von Christen, die Wissen haben über die Religion. Nicht irgendwelche unwissenden Christen, sondern Christen, die wirklich Wissen haben.
Und die Christen, die Wissen haben, und die Juden, die Wissen haben, wissen ganz genau, was Islam ist. Sie kennen den Islam. Vielleicht besser als der ein oder andere von uns. Al-Muhim, sie haben ihn darum gebeten und er ist dorthin gegangen mit dem Ziel eigentlich zwischen diesen zwei Gruppen zu schlichten. Aber dann hat er gesehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm noch eine Tür geöffnet hat und dann hat er mit den Muslimen zusammen ganz Spanien und Portugal eröffnet und dafür gesorgt, dass es keinen Hass mehr zwischen den Gruppierungen gibt. Und er hat dann mit den Muslimen zusammen dafür gesorgt, dass Religionsfreiheit dort herrscht. Das heißt, dass der Katholik seine Religion so praktizieren kann, wie er möchte, und der Protestant genauso. Und dazu nochmal die Muslime, die dann dazu kamen, und die Juden, die dort auch gewesen sind, die auch Probleme hatten, ihre Religion zu praktizieren. Das ist der Islam. Das ist der Islam. Deswegen, das Problem von Rassismus kann man nicht mit Geld lösen. Kann man nicht mit irgendwelchen Therapien lösen. Das Problem vom Rassismus kann man nur durch den Islam lösen. Deswegen, das Problem in Amerika ist viel tiefer und weiter und schlimmer, als viele denken. Viele verbinden das Problem nur mit Trump und sagen, ja, weil er an der Macht ist, ist der Hass dort verbreitet. Stimmt nicht, der Hass war schon vorher da. Der Hass ist dort über Jahrhunderte systematisch installiert. Die Sklaven, die schwarzen Sklaven, sie waren noch bis vor 100 Jahren Sklaven gewesen dort. Bis vor mehr als 100 Jahren. Und dann, als die Sklaverei abgeschaffen wurde, gab es immer noch Probleme. Die Schwarzen durften dort nicht lernen. Sie durften nicht arbeiten. Es gab extra Busse nur für Schwarze. Und wenn es Busse gab für Weiße und Schwarze, dann mussten die Schwarzen hinten sitzen und die Weißen vorne. Hier in Deutschland auch gab es sogenannte Menschenzoos. Menschenzoos, könnt ihr euch das vorstellen? Menschenzoos, also ein Zoo, wo Menschen ja, zur Schau gestellt werden, aus Afrika, aus Asien. Und dann kommen da Weiße hin und sehen sich diese Völker an, als ob sie Tiere ansehen würden. Das heißt, sie wurden wie Tiere behandelt. Und dieser Rassismus, der Ursprung von diesem Rassismus liegt beim Shaitan, der zu Allah gesagt hat, Ana khayrun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ich bin besser als er, als Adam. Als Allah subhanahu wa ta'ala ihm gesagt hat, wirf dich vor ihm nieder, aus Respekt. Nicht aus Anbetung, aus Respekt und aus Begrüßung. Er sagt nein. Er sagte nein. Warum, ja Iblis? Ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen und ihn aus Erde. Das heißt, wir sind verschieden. Er ist nicht so wie ich. Ich nicht so wie er. Genauso heute Muslime. Wir sind Türken, wir sind anders als Albaner. Albaner, wir sind anders als Türken. Die sind anders und die sind so und wir sind so. Und bei euch praktiziert man ja den Islam anders als bei uns. Bei euch ist das so, bei uns ist das so. Man redet miteinander, als ob der eine andere Religion hat als der andere. Yani haben wir nicht einen Gott, Allah, ein Buch, Al-Quran, einen Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, einen Weg, Al-Islam? Warum machen wir genau das, was Shaitan gemacht hat? Indem er sich besser gefühlt hat und sich hochmütig verhalten hat. Und dieser Hass, der vom Shaitan gekommen ist, ist bei den Menschen angelangt. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass er salonfähig gemacht worden ist. Unter anderem durch Wissenschaftler wie Darwin. Darwin kennt man oft nur von der Evolutionstheorie. Man sagt, die Evolutionstheorie wurde damals vom Wissenschaftler, vom großen Genie Darwin erstellt. Und dank ihm wissen wir, ja, dass die Menschen von den Affen abstammen und so weiter. Und dieser ganze Schrott und dieser ganze Schwachsinn. Wisst ihr aber, was Darwin auch verbreitet hat? Welche Lehre? Dass der weiße Mann im Grunde genommen besser ist als der nicht weiße Mann. Dass die Weißen als Rasse, als Menschen viel intelligenter sind und viel mehr Lebensdauer haben als
Schwarze und Asiaten und Nicht-Weiße. Und dieser Rassismus, den er salonfähig gemacht hat, hat im Endeffekt unter anderem die Kolonialisten dazu bewegt, die Länder zu kolonialisieren. Weil sie gesagt haben, wir sind Weiße, wir sind besser als die Nordafrikaner. Wir sind besser als die Asiaten. Wir sind Herren über sie. Sie haben kein Recht, außer dass sie Sklaven sein sollen für uns. Weil wir sind besser als sie, wir sind schlauer als sie. Sie sind wie Tiere, wir müssen sie kontrollieren. Das heißt, meine lieben Geschwister im Islam, der Islam verbietet den Rassismus. Von Grund an verbietet er ihn und er setzt alles dafür, dass dieser Rassismus auch entfernt wird und aufgehoben wird. Und dazu, zu den Lösungen dafür, kommen wir inshallah nach der Pause. Hadha wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim, ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jetzt haben wir über den Rassismus gesprochen, über die Probleme, die immer noch stattfinden. Und wir haben gesagt, dass der Rassismus sehr tief sitzt bei vielen Menschen, wie zum Beispiel in Amerika sitzt der Rassismus noch sehr tief und er ist systematisch installiert worden. Durch Lehren, unter anderem von Darwin und anderen Menschen, die den Weißen beigebracht haben, ihr seid besser. Deswegen habt ihr das Recht, mit den anderen so umzugehen, wie ihr umzugehen habt. Das heißt, ihr könnt sie wie Tiere behandeln. Der Islam bietet viele Lösungen und eine Lösung ist wirklich entscheidend. Und das ist eine Antwort von einem Sheikh, Ahmed Didat, rahimahullah, der Lehrer von Zakir Naik, der ein oder andere kennt, von euch kennt Zakir Naik. Also sein Sheikh, sein Lehrer, Ahmed Didat, ein bekannter Prediger, durch ihn sind Tausende von Menschen, Abertausende von Menschen Muslime geworden. Er wurde gefragt, was ist die Lösung für den Rassismus laut dem Islam? Er sagte ganz einfach, das fünfmalige Gebet in der Masjid, in der Moschee. Denn man fängt mit dem Fajr-Gebet an, rechts neben einen betet ein Deutscher und links ein Chinese. Und beim Dhuhr-Gebet rechts ein Russe und links ein Philippine. Und beim Asr-Gebet rechts ein Araber, links ein Türke. Und beim Maghrib-Gebet rechts ein Bosnier und links ein Albaner. Und beim Isha-Gebet rechts ein Franzose und links ein Amerikaner und so weiter. Und dann sagt er, und am Ende des Gebets sagt man Assalamu alaikum wa rahmatullah. Der Friede sei auf dir, o du Deutscher, Albaner, Bosnier, woher du kommst, ist mir egal. Der Friede sei auf dir und du sollst geschützt sein vor meinem Übel. Ich werde dich nicht rassistisch behandeln, schlecht behandeln, sondern du wirst nur Gutes von mir bekommen und die Barmherzigkeit soll auf dich sein. Und genauso du, neben mir, links, woher du auch kommst, der Friede soll auf dir sein und die Barmherzigkeit auf dir. Das heißt, die Gebete in der Masjid, die Rituale, das Eid-Gebet, die Hajj, die Umrah, das sind alles Lösungen für dieses Problem. Denn eines der Zeichen dafür, dass diese Religion wahr ist, ist, dass diese Religion den Rassismus bekämpft. Und dass es in dieser Religion keinen Unterschied gibt zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Araber und Nicht-Araber. Und das beste Beispiel hierfür ist Mekka und Medina. Mekka und Medina. Kein Rassist kann dorthin reisen. Geht nicht. Wie willst du das einstellen, oh Rassist? Wie, oh Nationalist? Wie? Du fliegst dorthin erstmal, das sind Araber, die dort leben. Derjenige, der vorbetet, ist vielleicht aus Afrika. Und der Muezzin, der den Adhan macht, ist aus China. Und derjenige, der die Moschee sauber macht, in der Regel aus Bangladesch und aus Pakistan. Und derjenige, der dir Wasser zu trinken gibt, Semsamwasser, ist aus Marokko. Und so weiter. Das heißt, gar keine Lösung, der hat gar keine andere Wahl, außer dass er seinen Rassismus vernichtet und seinen Rassismus verlässt. Genauso wie damals Malcolm X, rahimahullah. Dieser Mann, dieser großartige Mann, möge Allah seine Barmherzigkeit auf ihn schenken,
ein Aktivist, ein Held von den Helden des Islam, der dafür gesorgt hat, dass die, die Afroamerikaner in Amerika ihre Rechte bekommen, der sich dafür eingesetzt hat und der versucht hat, diese Ungerechtigkeit, die dort vorherrscht, zu bekämpfen. Er war zuerst einmal gar kein Muslim. Er gehörte zu der Sekte von Nation of Islam, die behaupten, dass die Schwarzen Götter sind und dass der weiße Mann ein Teufel ist. Bis er nach Mekka geflogen ist und seinen bekannten Brief geschrieben hat an seine Frau und auf einmal überrascht gewesen ist. Da sitzen Schwarze und Weiße zusammen und essen von einem Teller. Kein Unterschied zwischen ihnen. Im Gebet stehen sie alle nebeneinander. Und die Rituale von der Hedge werden zusammen gemacht. Da gibt es keinen Unterschied, dass der Weiße hier sitzt und der Schwarze hier. Nein, gar kein Problem, gar kein Unterschied. Und sie tragen alle weiß. Es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen in der Kleidung. Sie tragen alle das gleiche, weiß. Die Männer. Das heißt, er hat im Endeffekt durch diese Reise, durch dieses Erlebnis, seinen Rassismus abgelassen. Und das macht auch diese Religion so schön. Und das macht auch diese Religion so besonders. Dass diese Religion den Rassismus verabscheut. Der Prophet hat gesagt, da'uha fa'inna muntina. Lasst diesen Rassismus, o Sahabe, o Muslime. Denn dieser Rassismus stinkt. Eine Sache, die stinkt, was macht man mit dieser Sache? Man versucht mit allen Mitteln, diese Sache zu entfernen, oder nicht? Man versucht mit allen Mitteln, sich von dieser Sache zu entfernen, oder nicht? Man versucht mit allen Mitteln, diese Sache zu beseitigen, oder nicht? Genauso ist es beim Rassismus. Der Rassismus ist etwas, was stinkt, was einen ärgert, was einen unangenehm ist. Was entfernt werden muss. Was vernichtet werden muss. Deswegen, wir Muslime stehen für die Wahrheit ein. Und der Rassismus, egal wo er passiert, muss von uns Muslimen getadelt werden. Da gibt es Muslime, die sagen, ja, das war ein Nicht-Muslim. Ja, und? Er war ein Mensch gewesen. Der Mann, der dort getötet worden ist in Amerika, George Floyd. Er war aber ein Mensch gewesen, der zu Unrecht getötet worden ist. Wir Muslime, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns dadurch ausgezeichnet, dass wir das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Egal bei welchen Menschen. Egal welcher Religion sie angehören. Juden, Christen, Atheisten. Wenn ein Unrecht passiert, dann sagen wir, das ist ein Unrecht. Und versuchen mit allen Mitteln, dieses Unrecht aufzuheben. Und wenn es mindestens so ist, dass wir einfach nur darüber reden und dass wir unser Empfinden kundtun, dass es eine abscheuliche Sache gewesen ist, die da dort passiert ist. Das heißt, meine lieben Geschwister im Islam, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den guten Menschen machen, die das Unrecht sehen und es beseitigen. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala auch unsere Herzen reinigen. Weil der Rassismus ist, um das abzuschließen, eine Krankheit des Herzens. Jemand, der ein Rassist ist, ein Nationalist ist, ist krank im Herzen. Jemand, der sich besser sieht als ein anderer Mensch. Jemand, der seine Flagge besser sieht als eine andere Flagge. Jemand, der fragt, ja, und man kann ja fragen, woher man kommt, aber es gibt manche, die fragen, um dann diesenjenigen entweder anzunehmen oder abzuweisen. Ja, entweder anzunehmen oder abzuweisen. Woher kommt der? Aus da und da. Nee, doch lieber nicht. Nee. Ist eine andere Kultur, ist eine andere. Subhanallah, das macht uns doch aus, wir Muslime. Schaut mal, wie viele Muslime es gibt. Von Nordafrika bis Asien, bis Indonesien, bis Malaysia und jetzt auch in Europa. Nee, das ist doch schön, das macht uns doch aus, wir Muslime, diese Vielfalt unter den Muslimen. Du gehst zum Inder essen, du gehst zum Pakistaner essen, du gehst zum zum Indonesier essen, zum Bosnier, zum Albaner, zum Marokkaner. Nee, Alhamdulillah, es gibt diese Barrieren, gibt es nicht im Islam. Wir haben sie selber gemacht. Diese Trennung, diese Barrieren. Wir Muslime, wir Menschen, wir haben uns das Leben erschwert. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ein leichtes Leben gegeben, aber wir gehen hin und erschweren uns das Leben. Deswegen sollten wir uns das Leben erleichtern,
indem wir den Hass unterlassen und den Rassismus unterlassen. Und den Hass und den Rassismus mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, beseitigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu verhelfen und uns vergeben. Hadha wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qumu ila salatikum.